Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Entwicklertagebuchs von Equestrian The Horse Game. Letzte Woche ist nichts gekommen, weil es da einfach nichts zu zeigen gab und da kann ich auch schlecht eine Folge machen. Diese Woche kam nochmal was, wenn auch nicht viel, das heißt es wird ein mega kurzes Video, aber immerhin es wird ein Video. Ja, und wir schauen jetzt mal, was es letzte Woche so an Neuigkeiten bei Equestrian gegeben hat. So, und da sind wir auch schon wieder auf der Equestrian Instagram-Seite. Ja, das hier ist eines der Bilder, die letzte Woche reingekommen ist. Da habe ich auch noch kein Herz gegeben. Meine Güte hier. Und hier haben sie ein kleines Q&A gemacht mit diesem super putzigen Bild hier. Also ihr seht, die Entwickler sind halt wirklich auch pferdebegeistert und das freut mich, weil das ist immer eine gute Voraussetzung für ein Pferdespiel. Und ich würde sagen, ich übersetze euch jetzt mal so ein bisschen, was hier drunter steht, beziehungsweise versuche es zu übersetzen für diejenigen, die jetzt vielleicht noch gar kein Englisch haben oder noch nicht so gut darin sind. Ich bin auch nicht perfekt darin, aber ich versuche es einfach mal. So, sie haben geschrieben, wir haben so viele gute Fragen von euch bekommen. Wir werden hauptsächlich Fragen über das Team beantworten und nicht die Fragen zum Spiel, jetzt in diesem Post speziell. Und sie sagen, dass wir weiter damit machen sollen, die Sachen zu erfragen, worauf wir neugierig sind, was wir gerne wissen möchten. Und heute werden sie als Teammitglied Axel präsentieren, ihn hier. Und da wurde die Frage gestellt, was denn Axels Rolle im Team ist. Und er ist der Co-Founder und CEO, das heißt der führende der Geschäftsführer quasi. Er ist auch für das UI-Design unter anderem zuständig, das heißt das Interface. Und UX stands for User Experience, das heißt für die Benutzerbedienbarkeit, Benutzerfreundlichkeit, sage ich jetzt mal, wie wir es halt einfach erfahren, das Spiel. Er hat gesagt, das ist sehr wichtig für das Spiel, damit es einfach zu spielen und zu verstehen ist. Und hat gesagt, wenn du jemals schon mal von irgendwas, wenn du schon mal dich vertan hast und bei einer Tür gedrückt oder gezogen hast, dann ist da einfach die Bedienfreundlichkeit nicht gegeben, sagt er hier mit quasi einem Augenzwinkern. Dann kam die Frage, was er am meisten an dieser Position, an diesem Job mag. Und er sagt, dass er die Abwechslung mag, dass er einfach jede Menge unterschiedliche Dinge da zu tun hat. Nächste Frage ist, warum er sich entschieden hat, dieses Spiel zu machen. Und er hat gesagt, dass es ihn sehr interessiert, dass er sehr aufgeregt geworden ist bei dem Gedanken, eben etwas zusammenzubasteln, zu kreieren, was die Leute wirklich haben wollen. Und es war für ihn einfach offensichtlich, dass dieses Spiel eines dieser Dinge war. Klar, ich hatte schon mal erzählt, dass das Team sagt, dass es viel zu wenig gute Pferdespiele gibt. Da liegt es natürlich auf der Hand. Und dann kommt die nächste Frage. Wie bist du in die Gaming-Industrie gekommen und war es schwer reinzukommen? Und er sagt dazu, dass er schon sein komplettes Leben immer Spiele gespielt hat und dass es dadurch dazu gekommen ist, dass er Spielentwicklung an der Universität in Stockholm studiert hat für eine Weile und Degree, was ist nochmal Degree? Ich komme gerade nicht auf das Wort Degree. Er sagt auf jeden Fall, dass es nicht unbedingt notwendig ist, um ein Entwickler zu sein, dass man das auch auf jeden Fall, dass man auch einfach selber lernen kann. Also ich denke nicht, dass er damit meint, dass man nicht studieren muss, aber ich komme gerade nicht auf Degree. Helft mir bitte mal in den Kommentaren. aber er sagt, es kann eine Menge harte Arbeit sein. Und seine Lieblingspferderasse, und er sagt, gar keine Frage, Quarter Horses. Das ist also Axel, einer der Mitarbeiter im Team. Gehen wir mal wieder zurück auf die Hauptseite. Hier sehen wir eine Animation eines galoppierenden Pferdes. Ich finde persönlich die Animation sehr, sehr cool. Das ist jetzt der Arbeitsgalopp.
Wichtig ist zu sagen, schreiben Sie auch, remember, it's a work in progress. Das heißt, es ist noch nicht fertig. Es ist nur ein Konzept quasi. Und Sie wollen demnächst auch Schritt und Trab zeigen und auch ein paar Sprünge. Und Sie haben gefragt, was haltet ihr denn von diesem kleinen Stummelschwänzchen? Man braucht ja nicht immer Haare, aber das natürlich auch mit einem lachenden Smiley. Mir persönlich gefällt diese Animation sehr gut. Vor allen Dingen auch wirklich, wenn man bedenkt, dass es ein Handyspiel ist. Es ist sehr flüssig. Ich finde es sehr, sehr schön. Was ich kritisiert hatte auf der Facebook-Seite schon, hier nicht, aber auf der Facebook-Seite, was ich geschrieben hatte, war, dass sie nochmal an der Kopfhaltung ein bisschen arbeiten sollten. Dass sie gucken sollten, dass der Kopf ein bisschen höher kommt, die Nase ein bisschen vor, dass einfach das Genick der höchste Punkt ist und die Nase ist hier leicht hinter der senkrechten. Es ist keine Rollkur, was wir hier sehen, bevor der Aufschrei kommt. Das ist keine Rollkur, aber der Kopf ist hinter der senkrechten und er sollte natürlich an bzw. leicht vor der senkrechten sein. Und das hatte ich dem Team einfach schon nochmal geschrieben, auf Facebook schon, dass die Animation an sich sehr, sehr gut ist, dass sie aber vielleicht einfach in der Kopfhaltung nochmal ein bisschen nachjustieren müssen, aber das ansonsten schon echt gut ist. Dann haben wir hier ein Bild eines weiteren Teammitgliedes. Diesmal geht es aber nicht um Fragen. Sie waren nämlich auf einer Spielemesse und zwar auf der Sweden Game Conference in Skövde, wenn ich das richtig ausspreche. Und haben sich da einfach mit anderen Spieleentwicklern getroffen und neue Dinge über Spiele gehört. Einfach eine ganz normale Spielemesse. Und da haben sie jetzt auch wieder noch eine Story gepostet hier. Sweden Game Conference, Marioki is Karaoke but with Game Theme. Das finde ich super. Also ihr seht, es war auch jede Menge Spielspaß am Start. Und sie haben sich verabschiedet aus Göfte. Es geht zurück nach Stockholm ins Entwicklerstudio. Die Messe ist vorbei. Ich bin mal gespannt, was sie haben mitnehmen können und was wir nächste Woche so erfahren. Also ihr seht, es ist nicht mega viel reingekommen, aber ich glaube, das ist das Video doch länger geworden, als ich ursprünglich dachte. Ich bin einfach mega, mega, mega neugierig. Viele haben mich jetzt auch gefragt, wann kommt es denn nun raus? Es war jetzt geplant für Winter 2018. Ich rechne momentan eher mit Anfang 2019. Dann bin ich nicht so enttäuscht, wenn es sich womöglich verschiebt, weil ich denke immer, sie sollen sich lieber ein bisschen mehr Zeit lassen, als statt zu hetzen und es dann vielleicht unfertig rauszubringen. Von daher fände ich es gut, wenn sie sich noch ein bisschen Zeit lassen. Es wird kostenlos sein, ja, und Es wird auf iOS und Android spielbar sein, das heißt, es ist erstmal ein Mobile Game, es ist aber auch später, wenn das auf dem Handy gut läuft und gut angenommen wird, ist auch eine PC-Variante und vielleicht auch Konsolen-Variante geplant. Ich hoffe es sehr, ich hoffe es wirklich unheimlich, dass das was wird. Und die Links zu der Seite findet ihr natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Die würden sich bestimmt auch freuen, wenn ihr denen folgt hier auf Instagram, denn Unterstützung tut einfach einem Team immer gut und beflügelt. Auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, das war's dann aber auch schon für diese Woche von Equestrian The Horse Game. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob nächste Woche was kommt. Wenn was kommt, dann sehen wir uns Sonntag hier wieder. Wenn nichts kommt, dann sehen wir uns erst in 2 Wochen wieder. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Was meint ihr denn so dazu? Ist euch an der Animation noch was anderes aufgefallen, außer der Kopfhaltung? Ich bin gespannt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!